Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Ich bin Blue1980 und jetzt geht's los. Heute habe ich euch einen Revolver mitgebracht, der Marke Anführungszeichen Mauser. Dieser kommt in einem Pappkarton. Der ist dann auch so beschriftet. Hier ist noch die Ehrennummer. Lizenziert von Omarex. Ich mach gerade mal hier das Licht aus. Das spiegelt alles ein bisschen arg. Dann hier Mauser Logo. Dann hier schon ein paar Eckdaten zu dem Revolver, 5-schüssig im Kaliber 45 K. Also kurz. Made in West Germany. Der Karton wird dann so aufgemacht. Da hat man hier noch so einen Schaumstoff zum Abpolstern. Da kommen wir auch schon direkt zur Bedienungsanleitung. Die gehe ich einmal kurz durch. Kann dann jeder für sich mit Standbild, sofern es denn braucht, anschauen. So, dann haben wir noch ein paar technische Daten. Kaliber 45K, Gesamtlänge 19 cm, Höhe 13,2, Breite 4 cm, Lauflänge ist 4,5 cm und das Ganze wiegt ungeladen 780 Gramm und 5-schüssig. Dann haben wir hier noch die gute alte Ersatzteilliste, die vermutlich jetzt nichts mehr bringt heutzutage im Jahr 2019, denn das ist ein recht altes Teil, aber vielleicht hat ja noch irgendein alter Waffenladen sowas auf Lager. So. Genau, das war das. Dann kommen wir hier zu dem guten Stück selber. Achso, genau, die Verpackung hier, das ist so rot eingefärbter Schaumstoff. Kann man hier sehen. Der ist hier irgendwie rot besprüht. Wir haben hier noch einen Zusatzlauf ohne PTB-Nummer. Der ist beschriftet mit Signal 1 oder I. Der hat 4 Entlastungsbohrungen. Ich zähle mal gerade. 1, 2, 3, 4. Ja, also 4 Entlastungsbohrungen und dafür einen recht großen Durchlass. Gewinde kann ich nicht sagen, aber scheint recht groß zu sein. Sieht dann so aus. Das hier ist jetzt so ein klassischer Kipplaufrevolver, der dann, okay, wir fangen erstmal mit der Beschriftung an vielleicht so. Also Mauser Magnum nennt sich dieses Teil, beschossen KD, also das war dann 1993, genau. Stahl haben wir auch verbaut, gehen jetzt einfach mal alles durch. Die Trommelachse hier ist aus Stahl. Trommel selber nicht. Gut, die Schräubchen, Verbindungsbolzen hier auch. Ja, so die kleinen Teile. Abzug nicht, Trommelschieber nicht. Der Hammer selber auch nicht. Ja, gut. So. Jetzt wollte ich gerade noch mal fix gucken, wie man den aufmacht. Also doch, hier oben muss man dran ziehen und, ah ja, okay. Also den Trommelschieber nach vorne bewegen und dann oben öffnen. Das hier ist auch so ein bisschen federgelagert und dann geht der auf. Also Trommelschieber vor und oben hochziehen. So, jetzt weiß ich das auch. Die Bohrungen sind
nicht versetzt, soweit ich sehe, sind aber vorne verjüngt auf ein kleineres Kaliber. Der Lauf hat eine Laufsperre. So. Die aber recht moderat und dünn ausfällt. Das sieht man hier. Jetzt mache ich doch mal Licht an. So, in der Hoffnung, ja genau, jetzt kann man das ganz gut sehen. Das sind irgendwie zwei Laufsperren. Eine, die von oben nach unten zeigt und einmal eine von der rechten Seite reinragt. Die befindet sich dann etwas weiter hinter. Der Trommelspalt ist recht groß, liegt bei über einem Millimeter, würde ich sagen. Wir haben einen Stahlstoßboden. Dieser ist eingeschraubt. Der wird mit einem Werkzeug hier offenbar eingedreht. Die Schlossteile, Trommeltransporteur, ist aus Stahl. Trommelstopp aber nicht. Dann, ja gut, das hier ist alles Zink. Wir haben aber trotzdem eine relativ schöne Oberfläche. Diese ist poliert, gebeizt und poliert. Wir haben schöne Holzgriffschalen, die recht eckig und kantig wirken, jetzt nicht so wirklich handschmeichlerisch sind, aber durchaus schön und schick aussehen. Emblem mit Mausertonne. Sieht auch noch richtig schön aus. Die sind auch lackiert, was auch einen guten Eindruck macht. Und diese Fischhaut, die sitzt auch glatt. Also man ist jetzt nicht unangenehm hart, kantig oder so. Obwohl sie so aussieht. Ja, also rundum eigentlich super erhalten, dieses Teil. Danke an Roland übrigens zur Bereitstellung dieses tollen Sammlerstücks. Die Trommel lässt sich hier nicht entnehmen. Warum lässt die sich nicht entnehmen? Vermutlich ist die hier irgendwie festgemacht. Ah ja, das läuft hier irgendwie auf eine Art Schiene. Also wir haben hier genau den zentralen Ausstoßer. Aber aus irgendeinem Grund lässt sich die Trommel hier nicht entnehmen. Was ich aber nicht wirklich sagen kann, warum. Ist auf jeden Fall nicht wirklich gewollt. Gut, weiß ich nicht. Ja, und man sieht auch noch eine Trommelsperre. Das ist so ein gehärteter Stahlring. Da sieht man den. Der geht durch jede Kammer. Der ist offenbar irgendwie eingebracht. Keine Ahnung, wie. Wahrscheinlich eingegossen irgendwie. Ja. Dann haben wir hier noch genau die PTB-Nummer 457. Haben wir noch Lizenz Mauser draufstehen. Kaliberangabe. Punkt 45K. Leider habe ich keine Kartuschen zum Einlegen und zum Testen. Sonst hätte ich das euch mal gezeigt, denn die sehen schon sehr wuchtig aus im Gegensatz zu den 9mm Kartuschen. Ja, und hier steht noch West, Made in West Germany drauf. Ja, das soweit dazu. Zum heutigen Benutzen, denke ich mal, wäre dieses Gerät eigentlich A, zu schade und B, aufgrund der Seltenheit der Kartuschen, die kriegt man schon noch, allerdings nur noch von der Firma Fiocchi, soweit ich weiß. Die Gaskartuschen gibt es auch noch dazu, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, so ein riesenschweres Gerät zur Selbstverteidigung mit rumzuschleppen. Ja. Double Single Action haben wir im Single Action einen deutlichen Druckpunkt. Und das knallt auch hier schon so ordentlich. Im Double Action
geht es anfänglich sehr schwer, allerdings löst er dann doch relativ leicht später aus. Wir haben noch ein Beschusszeichen. Nitroadler. Und auf der Trommel müsste auch einer zu sehen sein. Hier vorne. Ja, habe ich gerade entdeckt noch hier zum also aufmachen. Kann man hier vorne auch drücken. Muss man nicht zwingend hier hinten hochziehen. Also funktioniert beides. Ja, hier hat man übrigens auch noch diese Gussspuren oder da, wo normalerweise Gussspuren entstehen. Da sind Sterne eingelassen. Das findet sich oftmals bei Umarex-Waffen aus den 90ern. Bei den Revolvern zumindest. Ja, ist schön gemacht. Visierlinie sieht so aus. Die kommt natürlich hier ein bisschen hoch durch dieses hochstehende Teil. Ist liniert. Sieht also echt schick aus, das Teil. Ja, also Selbstverteidigung eher nee. Zum Rumballern wäre es relativ teuer, denn die Kartuschen sind auch relativ teuer. Und ja, Spaß macht sicher viel arg lauter als 9 mm RK sind die jetzt auch nicht, muss ich sagen. Ich hatte die schon mal geschossen seinerzeit, aber fand ich jetzt nicht so toll das Erlebnis. Muss aber jeder für sich selber mal ausprobieren. Preislich kann ich den jetzt nicht wirklich einschätzen, habe ich mich nicht wirklich damit befasst. Aber ich denke mal so alles ab 100 € aufwärts im Originalkarton, ab 130 aufwärts sage ich jetzt mal, wäre dann durchaus in Ordnung, wenn nicht sogar mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie selten der ist. Aber ich denke, so ungefähr könnte das hinkommen. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.